Die DTM 1988. Ford, BMW und Mercedes-Benz kämpfen um die Krone im deutschen Tourenwagensport. Gleichzeitig ist es das Premierenjahr von AMG Mercedes, dem seit 1999 unter dem Namen HWA bis heute erfolgreichsten Team in der DTM-Geschichte. Zuvor nur als Motorenlieferant aktiv, formierte Hans-Werner Aufrecht vor der Saison eine eigene Mannschaft und sorgte für Aufsehen, als er einen ehemaligen Motorrad-Weltmeister und Formel-1-Piloten als Stammfahrer verpflichtete. Johnny Cecotto betrat 1988 die deutsche Motorsportbühne. Skeptiker verstummten schnell nach seinem Doppelsieg auf der Berliner Avus. Beim vorletzten Rennwochenende, dem bisher ersten und einzigen DTM-Gastspiel auf dem Hungaroring, stand der Venezolaner auf der Pole Position. Neben ihm auf Startplatz 2 Teamkollege Kurt Thiem. Erst mitten in der Saison von Aufrecht engagiert, sollte der Däne den Schwaben bis 1991 treu bleiben. Die perfekte Ausgangsposition nutzten die beiden AMG-Fahrer und fuhren in Rennen 1 den ersten Doppelsieg in der DTM-Geschichte des Teams ein. Am Ende hieß es Cecotto vor Team. In Rennen 2 schob sich lediglich Klaus Niedzwitz im Ford Sierra Cosworth zwischen Cecotto und den Dänen. Cecottos erneuten Triumph konnte er aber nicht verhindern, zur großen Freude des gesamten Teams. Budapest 1988. Es war nicht nur die Premiere der DTM in Ungarn, sondern auch einer der Grundsteine für die erfolgreiche Ära von AMG Mercedes in der DTM.